Liebherrwerk Bischofshofen ist das Kompetenzzentrum für Radlader in der Erdbewegergruppe. Herzstück unserer Produktion ist die Lackieranlage. Ein Totalausfall der Lackieranlage würde für uns große Schwierigkeiten bereiten. Unserer Firma geht es darum, den Entstehungsbrand so schnell als möglich zu löschen. Bekanntlich wissen Sie ja, dass alles brennt, es ist nur eine Frage der Temperatur. Und es geht darum, eben auch die umliegenden Hallen, Zentrallager, Lacklager zu schützen. Unsere ganze Brandschutzorganisation ist mit der Landesbrandverhütungsstelle Salzburg und der Freiwilligen Feuerwehr Bischofshofen abgestimmt und auch ausgearbeitet. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns alle überlegt, wie wir diese Lackieranlage bestmöglichst schützen, Entstehungsbrände raschestmöglich bekämpfen können. Aus diesen Überlegungen heraus sind wir auf Rosenbauer gekommen. Diese Anlage, wie wir sie hier vorfinden, bestmöglichst zu schützen. Also der Abluftstrom führt von der Decke über die Gitter am Boden durch die Trockenfilter hindurch. Der Oberspray wird durch diesen Luftstrom mit nach unten gezogen und sammelt sich dann in den einzelnen Kammern der Trockenfilter ab. Da haben wir brennbares Material und hier könnte unter Umständen ein Entstehungsbrand ausgehen. Das System wird durch zweierlei Arten ausgelöst, einmal durch die Rauchmelder und ein anderes Mal durch die Flammenmelder. Das heißt, erst wenn beide ansprechen, kommt es zu einer Auslösung des Druckschaumlöschsystems. Ja, die Druckschaumlöschanlage funktioniert folgendermaßen, und zwar, wir sehen ja hier die Leitungen der Sprinkleranlage. Bei Auslösung des Systems würden diese Kunststoffkapseln runtergeschleudert und die Sprinkleranlage sozusagen würde dann die einzelnen Flächen dieser Kabine bedecken und dadurch die Flamme ersticken. Die Anlage hat einen 3000 Liter Tank. Damit würden wir also die Zeit überbrücken, bis die Freiwillige Stadtfeuerwehr Bischofshofen eintrifft und die kann sich dann direkt an das System andocken. Das haben wir alles zusammengeführt und dann einen Konsens dementsprechend gefunden und über Rosenbauer, mit dem Input von Rosenbauer ist dann abgestimmt. Dadurch ist dann ein vernünftiges Konzept dementsprechend entstanden und ist von uns dann so umgesetzt worden. Vom Baulichen her war kein gravierender Einschnitt. Es ist während der laufenden Produktion eigentlich alles abgewickelt worden. Und das war auch für uns wichtig, dass wir keine Stillstandszeiten haben. Also summa summarum ist das Projekt sauber abgewickelt worden. Es ist auch zügig abgewickelt worden und effektiv. Für die Zukunft könnte man jederzeit wieder mal vorstellen, wenn wir wieder mal so eine Anlage haben, dass man mit Rosenbauer unter anderem da wieder den Kontakt aufnimmt und diesbezüglich wieder ein Konzept entwickeln kann.